Ja, herzlich willkommen zum heutigen Webinar NFP Live Trading mit dem Stereo Trader bzw. mit Dirk Hilger. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Bevor ich den Bildschirm an Dirk übergebe, müssen wir natürlich obligatorisch hier einmal den Risikohinweis einblenden. Bitte sorgfältig durchlesen. Auch wichtig für die Aufzeichnung, falls Sie das jetzt sich angucken und zur Kenntnis nehmen, dass diese Veranstaltung hier nur zu Informationszwecke dienen und wir FXLet Sie auf keinen Fall dazu auffordern, irgendwelche Trades entsprechend einzugehen. Okay, dann einmal kurz noch die Webseite. Für all die neuen Teilnehmer heute, die den Stereo Trader vielleicht noch nicht kennen, können Sie hier bei uns unter Handelsplattform Stereo Trader Informationen zu der Software entsprechend hier durchlesen und unsere Videos auch, die wir hier eingestellt haben, die ganzen Aufzeichnungen entsprechend auch hier zu finden. Ich werde den Link gleich in den Chat kopieren. Und ganz wichtig noch eine Ankündigung, bevor ich dann tatsächlich zu Dirk weiterreiche. Am Montag haben wir einen Termin bzw. Webinar. Stereo Trader Market Profile bei Oliver Klemm. Wenn wir das Ganze hier auch bei FXLet vorstellen, falls Sie sich dafür interessieren, auch da werde ich gleich den Link für die Registrierung in den Chat kopieren. Und ja, wird auf jeden Fall spannend und ich freue mich auch schon drauf. Und ja, dann wollen wir direkt mal loslegen jetzt, auch wirklich. Dirk, ich gebe dir den Bildschirm und ja, heiße dich auch nochmal hier an der Stelle. Ja, herzlich willkommen. Dein Bildschirm ist schon zu sehen, dich kann man hören und dann würde ich sagen, viel Spaß. Jo, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid. Ja, ich durfte vorhin schon lesen. Letztes Mal war es grandios gut. Dafür danke erstmal. Ich fürchte nur, diesmal wird es grandios langweilig, habe ich so ein bisschen den Eindruck. Ich habe ja heute Morgen auch schon geschrieben, so von wegen, dass ich versuche, mich im Dow Long zu positionieren und im Gold Short. Und naja, seither ist irgendwie quasi nichts passiert. Also der Dow ist jetzt hier irgendwie gerade mal kurz zwar ins Plus gelaufen, rennt jetzt aber hier schon wieder unter meinen Break-Even. Also hier, das ist die Long-Position. Aktuell hier wieder im Minus mit 5 Punkten. Und wenn der nicht hier in die Puschen kommt, dann werde ich den auch hier auflösen. Das macht keinen Sinn. Also ich hätte halt hier schon auf eine Übertreibung irgendwo getippt, glaube auch schon, dass die kommen wird. Aber welchen Umweg der Kollege Dow jetzt hier nochmal wählt, das steht natürlich nochmal auf einem ganz anderen Blatt, weil wer den gestern beobachtet hat, der hat ja gesehen, was der für Kunststückchen da teilweise wirklich macht. Also ist dann halt irgendwie 100 Punkte runter, irgendwie zur Markteröffnung nachmittags und anschließend nochmal irgendwie 130, 140 rauf. Oder war es sogar noch? Nee, 180 waren sogar rauf. Und das ist natürlich schon extrem. Und deswegen jetzt hier die Übertreibung mal einfach so einfangen, sieht fast so ein bisschen aus, als wird das nicht funktionieren. Also ich bin hier im Stundenchart unterwegs, wie man ja auch sieht. Und ganz einfach halt von der Taktung macht es halt meines Erachtens wenig Sinn, da halt irgendwie im kleinen Timeframe jetzt 5 Minuten oder so zu agieren. Vielleicht für ein Entry, ja, aber jetzt nicht irgendwie für eine vernünftige Bestimmung dessen, was da halt läuft. Ich zeige das mal ganz kurz hier auch nochmal ein bisschen größer. Also das war die Bewegung von gestern. Das war gestern Nacht. Einmal hier runter in dem Bereich 23, 340, 350 ungefähr. Und dann hier hoch auf 23.450. Dann nochmal 100 Punkte runter und dann hier mal eben schnell ein neues All-Time-High hingelegt. So, und da stehen wir jetzt. Da gab es jetzt heute Morgen eine ganz kleine Biege. Die habe ich leider verpasst, weil ich bin heute Morgen einfach direkt long gegangen. Der Stop sitzt hier, ist da auch unverändert. Der sitzt soweit auch erstmal gut. Heißt aber jetzt trotzdem nicht, dass ich das jetzt hier nochmal irgendwie mir angucken muss, ob der jetzt auch weiterhin nochmal hält. Also es kann auch sein, dass ich die, wie gesagt, jetzt hier gleich auflöse. Gold hatte ich heute Morgen gesagt, versuche ich mich schwarz zu positionieren. Sieht man ja auch, wie es aussieht. Es klemmt einfach, will fürs Verrecken einfach nicht hier drunter. Also das war halt hier gestern eine Aufwärtsbewegung, beziehungsweise eigentlich ein Fehlausbruch, den Gold hier hingelegt hat.
Und da klemmt es jetzt einfach. Ja, das ist jetzt hier jetzt einfach nur das Low, das kann ich auch nochmal einzeichnen hier an der Stelle. Ja, also von diesem Fehlausbruch. Und da ist er gerade ziemlich genau nochmal hin und versucht sich jetzt hier scheinbar irgendwie da halt an der Bodenbildung in dem Bereich. Und da fürchte ich auch schon fast, das gibt noch einen weiteren Fehlausbruch nach oben, bevor es dann unten endgültig durchgeht. Also hier auch im Stundenchart unterwegs, hat jetzt endlich wenigstens mal ein bisschen tiefer geschlossen als die ganze Zeit, aber heißt halt gar nichts. Also wenn man das sich auf 4 Stunden mal anguckt, und das ist nämlich genau das Problem, dann sind wir hier in eigentlich in einem bullischen Segment. Also das war halt die letzte massive Aufwärtsbewegung hier, diese Kerze. Ich denke, man kann das erkennen. Und darin schwebt das Ganze. Und alles in allem, wenn man sich das Gold mal auf im Tageschart mal betrachtet, das kann ich auch mal kurz größer machen. Und dann sieht man halt eben auch, ich mache es mal noch größer, dass es ein bisschen deutlicher wird. So, also das war halt diese Kerze. Ja, das war letzten Montag, müsste das, letzten Freitag müsste das gewesen sein. Das war die letzte Abwärtsbewegung. Seither ist nichts mehr passiert, rein gar nichts mehr. Also seit einer Woche cruist Gold hier quasi nur in dieser Abwärtskerze rum. Und ich denke schon, dass das halt, wo das war gerade das Unwort denke, ich sage eigentlich nie, ich denke. Das ist immer ganz gefährlich. Also ich vermute schon, dass diese Bewegung auch nochmal nach unten ein Stück fortgesetzt wird. Und ein denkbares Szenario wäre halt zum Beispiel das, was ich hier eingezeichnet habe. Ja, also das war halt hier, das ist ja die Abwärtsbewegung. Hier hatten wir halt ca. 1.304, 1.305. Und dass wir hier nochmal ein neues, kleines, neues Tief machen, dann so eine Art hängendes W halt kriegen, was dann halt nach oben ausbrechen könnte. So, jetzt ist das natürlich von hier ein ganz schönes Stück. Das ist nicht mal eben mit kurz runterzucken getan, kann bei den NFPs aber funktionieren, ja. Aber das andere Problem ist eben, dass hier mit der Skalierung so ein bisschen schwierig, dass wir hier natürlich halt eine Aufwärtsbewegung haben. So, und zwei in Folge, klar, nicht drüber geschlossen, aber das ist halt eben genau das Problem, nämlich hier dieser, der Open von gestern sozusagen, so da jetzt halt drunter zu kommen. Und da gibt es natürlich einige Kandidaten gestern, die ja schlichtweg hier Gold hochgekauft haben und die haben natürlich dann nichts, auch wenig Lust, dass Gold darunter geht. Mal ganz profan ausgedrückt, ja. Also es sei denn, die haben hier gekauft, sind da oben raus und sind jetzt fertig. Ja. Ob man davon ausgehen kann, weiß ich nicht. Also normalerweise nicht. Deswegen rechne ich auch so ein bisschen damit, dass wir hier noch ein bisschen nochmal Fehlzündung kriegen und aber schon, dass das insgesamt nach unten auflöst. Erstmal so. Und auflöst heißt ja nur in dem Falle, ja, das ist das Bild, was ich mir vorstelle, was funktionieren kann, muss nicht, keine Frage. Aber das wäre jetzt nicht ungewöhnlich. Das ist ein Bild, das sieht man halt schon mal öfters in einem Chart. Ja, und da hat es halt hier einfach nicht gereicht an der Stelle und vielleicht braucht es einfach nochmal einen Test, nochmal ein kleineres Low. Deckt sich übrigens auch mit der Betrachtung im Wochenchart. Ich meine, wir haben ja halt heute nochmal Freitag. Und das ist hier eine relativ massive Aufwärtswoche. Und dort der Open, der liegt halt eben auch, kann ich verschieben, eins, ja. Das wird halt schon Sinn machen, das nochmal anzutesten, bevor es dann halt hochgeht. Oder fällt unten durch, aber dass der jetzt halt hier einfach unten durchfällt und darunter schließt, irgendwo, da glaube ich erstmal weniger dran. Ja, so komme ich halt zumindest mal auf die Idee, warum Gold Short. Wie man sieht, es klemmt halt hier einfach ziemlich heftig, einfach wegen hier dem Tief von gestern, ab dem es halt nach oben ging zum Ausbruch, Fehlausbruch oder wie auch immer. Bis jetzt war es erstmal nur ein Fehlausbruch und da klemmt es einfach. Und das Ding ist halt eben das, wenn jetzt gleich die NFPs kommen und geht der Spread natürlich hoch und ich kann mit der Positionierung nicht in die NFPs starten, das wird einfach nicht gehen. Weil der Spread ist nachher irgendwie 3-4 Mal so groß und dann bin ich allein bei der kleinsten Zuckung, fliege ich dann schon raus. Und das macht überhaupt keinen Sinn. Dann lieber irgendwie hier auflösen auf Null oder meinetwegen auch mit einem kleinen Minus, als mich da unnötig gleich rauskicken zu lassen. Also 20 Minuten sind ja noch bis dahin und entweder das Ding steht bis dahin wenigstens mal hier unten irgendwo. Ich gehe nochmal zurück auf 30 Minuten. Wenigstens hier unten irgendwo in dem Bereich. Oder ich löse das halt auf. Also hier auf jeden Fall mindestens mal drunter. Das wäre so jetzt mein
Minimumansatz für 14.30 Uhr, um da halt wirklich drin zu bleiben. Ansonsten ist es einfach zu gefährlich. Und da halt auch, das sollte halt zumindest mal hier so ein bisschen in die Puschen kommen. Was er hier jetzt gerade macht, ist eben halt der die letzte Stundenkerze. Da halt mal ein bisschen reinschieben. Und typisches Verhalten wäre jetzt halt, wenn der Dow jetzt versucht, innerhalb dieser Kerze, also der letzten Aufwärtsbewegung, auch nochmal zu schließen. Das ist natürlich leider alles nicht viel. Aber deswegen macht der mir jetzt noch keine großartigen Schmerzen, außer der kommt wirklich hier runter bis in dem Bereich hier. Ja, also unter diese andere Stundenkerze, dann muss man sich, glaube ich, nicht nochmal angucken, wie der Stop-Loss dann fliegt. Also das ist, muss nicht sein. Weil dann hat hier auch, also wir haben ja hier so eine Art Range, die hier entsteht, zwar keine schöne und noch keine saubere, und deswegen, die darf er erstmal fertig ausbilden und die kann natürlich auch runtergehen bis hierher. Ja, das war das Low von gestern Nacht halt nochmal. Und das wäre halt nochmal der Bereich 480. Es kann natürlich sein, dass die Range sich halt in dem ganzen Segment halt ausbildet. Deswegen würde ich da halt auch vorher im Zweifelsfall rausgehen. Und auch ganz klar, wie ich halt auch immer sage, Ideen zu haben, ist ja alles ganz gut und schön. Wenn man aber sieht, dass sie nicht aufgehen und dann lieber irgendwie sagen, okay, das macht jetzt keinen Sinn und dann irgendwie lieber nichts machen. Zum Euro sage ich auch noch ganz kurz was. Das ist mit ein Grund, warum ich auch hier momentan an Gold noch festhalte, weil meistens laufen die ja doch parallel. Und was der Euro hier macht, sieht man eigentlich ganz schön. Das ist hier, war erstmal hat eine nette Abwärtsbewegung. Und von der wir auch ein Stück Teil eingefangen haben, die letzten Tage in der Gruppe. Und was er jetzt hier macht, ist halt schlichtweg eine Abwärtsflagge. Ja, und ich bin zwar nicht so der Flaggenexperte, aber wenn man da mal halt ein paar schräge Linien zieht, was ich normalerweise nicht mache, außer bei Flaggen, weil das funktioniert oft dann doch recht gut. Und da wäre ja eigentlich plausibel ein Bruch nach unten. Und irgendwo auch dann hier im Bereich ein neues Low erzeugen oder zumindest mal das Tief hier nochmal antesten, womit wir dann halt hier im Bereich, wo sind wir da? Na, mal gucken, den genauen Wert. Da sind wir bei 1,157 ungefähr. Also das wäre schon plausibel, dass das halt zumindest dann nochmal getestet wird. Kann natürlich trotzdem auch nach oben auflösen, auch klar, keine Frage, kann natürlich auch nochmal eine Fehlzündung hinlegen. Und deswegen bin ich insgesamt hier furchtbar skeptisch heute, was jetzt hier das weitere Geschehen angeht und nicht so sicher, wie man es vielleicht gewohnt ist von den letzten NFP-Webinaren, die wir gemacht haben, weil die sind ja eigentlich alle so weit aufgegangen, also von allem, was ich da gesagt habe, wenn auch nicht bei den NFPs direkt, aber dann im Nachhinein hat es bisher tatsächlich jedes Mal gepasst. Wir hätten auch beinahe das letzte Mal nochmal einen Nachklapper gemacht, weil es dann wirklich dann nach den NFPs dann halt wirklich perfekt aufgegangen ist wieder. Und aber diesmal muss ich halt gestehen, ist die Lage halt leider nicht so safe, wie ich das gerne hätte. Und deswegen kann es einfach sein, deswegen habe ich ja vorhin gesagt, kann sein, dass diesmal grandios langweilig wird, weil ich halt möglicherweise dann sage, es macht keinen Sinn, ja, also hier jetzt irgendwas zu machen und mich dann hier eher als stiller Zuschauer dann halt betätigen werde. Den DAX, bisschen Zeit haben wir noch, kann ich ja auch mal irgendwie kurz angucken noch. Den habe ich hier jetzt nämlich gar nicht auf dem Schirm, sehen hier nur gerade auf dem anderen Bildschirm, der bewegt sich gerade nach unten und warum auch immer. Irgendwie so einen wirklichen Grund kann ich jetzt nicht erkennen. Also Grund im Sinne von, dass irgendwas anderes ihn hier belasten würde, wie zum Beispiel Gold, reagiert er eigentlich immer recht empfindlich drauf in letzter Zeit. Und also letzten Tage jetzt mal ausgenommen, wobei Gold ja einfach nur stillsteht. Aber ich mache den mal eben auf. So, macht hier gerade so ein bisschen die Biege. Auch mal auf 30 Minuten. Das war jetzt halt mal das Gap mal eben von gestern hier zugemacht, so wie ich das sehe, das Future Gap. Ja, aber wie gesagt, momentan irgendwie, was mir halt bei dem so ein bisschen spanisch vorkommt, das kann ich vielleicht auch mal kurz erwähnen, das ist halt einfach echt die Tatsache, wer das ein bisschen mitverfolgt hat, ich hatte ja 13.000
329 die ganze Zeit als Target auf dem Schirm im DAX. Und weil das bei mir noch tatsächlich aus dem Brexit heraus resultiert. Und jetzt hat er dann am, am Mittwoch, dann tatsächlich genau an diesem Punkt im Future dann eröffnet bei 13.329. Und da jetzt halt einfach wirklich ein Gap hingelegt. Und das ist auch der Grund, warum ich vom DAX momentan erstmal ein bisschen fernhalte. Also hier war das, soweit ich weiß, muss ich hier in dem Bereich gewesen sein. Ja, auch wenn das jetzt hier nicht ganz stimmt, aber. Und da eröffnet ein Gap, also das Gap sieht man nur hier nicht, weil wir hier Overnight-Kurse haben, über den Feiertag auch hinweg und so weiter. Und aber im Future war hier, ist jetzt halt hier einfach ein riesen Gap. Und das ist natürlich schon, ich meine, es ist natürlich erstens kein Zufall, dass es genau die 13.329 sind, wo das stattgefunden hat. Aber trotzdem eine Sache, die mir nicht gefällt und wo ich nicht weiß, was ich davon halten soll, dass jetzt da ausgerechnet an diesem Punkt ein Gap ist. Also mich würde es nicht wundern, ja, wenn wir das auch nochmal sehen, also die 13.329. Und das wäre dann halt, wenn man sich das im Tageschart mal anguckt mit einer fertigen Kerze, wäre das eigentlich nichts Tragisches. Es wäre einfach nur ein Retest. Wie gesagt, sieht man jetzt hier auch nicht, weil wir halt hier 24-Stunden-Indikationen haben. Wäre einfach nur ein Test von der Eröffnung. Mehr nicht und nichts, was jetzt irgendwie großartig gleich short ist. Außer kippt wirklich da drunter und dann fürchte ich, kommt er auch so schnell nicht wieder da hoch. Und kann ja hier das Ganze mal irgendwie abmessen, das habe ich noch gar nicht gemacht, von hoch zum tief. Und dann werden wir hier ziemlich genau, ich muss mal hier ein bisschen rüberziehen, auch eben ziemlich genau bei 13.329, wenn man die, ups, ja, hier ein bisschen rüber. Ja, 13.333, also um 4 Punkte daneben wäre es dann halt der letzte Korrekturpunkt ausgehend von dem letzten Schluss und auch tatsächlich heute ein Tagespivot. Also ein bisschen stutzig macht mich das schon, dass das jetzt ausgerechnet heute auch hier in dem Bereich liegt. Und mal gucken, ich werde den mal im Auge behalten, was es damit auf sich hat. Also wenn es halt so aufgeht, wie ich es befürchte, muss ich ja sagen. Also, dass wir hier nochmal eine Fehlzündung in Gold bekommen und dann möglicherweise der Dow runterklatscht zusammen mit dem DAX, dann ist es auch nicht wirklich unwahrscheinlich, dass wir da unten irgendwo tatsächlich gleich mal irgendwie stehen. Also, aber wie gesagt, will es jetzt nicht irgendwie, ist für mich jetzt kein Grund, jetzt hier short zu gehen. Ich wüsste nicht, wieso, weil ich halt einfach nicht sehe, warum ich jetzt hier short gehen sollte. So hier auch im Daily einfach massive Tageskerze und dann hier ein kleiner Inside Day. Gut, das könnte man jetzt als Hangingman bewerten, wobei da halt, der müsste ein bisschen höher stehen. Kann schon sein, ja, aber das ist jetzt für mich jetzt auch irgendwie nicht unbedingt, noch längst kein Short-Signal, also auf gar keinen Fall. Und deswegen lasse ich da erstmal die Finger davon weg und ich werde da höchstens versuchen, dann halt irgendwie mal irgendwie in Skype zu setzen, falls jetzt hier jetzt überhaupt nichts anderes sich tut. Okay, so, mehr weiß ich jetzt momentan auch nicht und jetzt muss man einfach mal gucken, was da passiert. Gold wehrt sich ja wirklich hier, ein neues Tief zu machen. Darum macht auch keine großartigen Anstalten, nach oben da auszubrechen. Wie gesagt, kann sein, dass ich meine Positionierung jetzt hier auch gleich auflöse und dann lieber hier mit einem kleinen Minus rausgehe, als dass es mir ja gleich alles irgendwie in den Stop läuft. Das muss nicht sein. Ich werde ihn aber auch trotzdem schon ein bisschen näher hier platzieren, falls irgendwie vorher was kommen sollte, damit es nicht ganz so teuer wird. Und dann gucken wir mal, 10 Minuten haben wir noch. Den Euro werde ich mal, ich habe den DAX hier auf dem anderen Bildschirm unterwegs, den habt ihr sicherlich selber alle auch. Und ich behalte hier mal den Euro im Auge, was der halt hier nebenbei noch macht. Eben halt auch im Zusammenhang mit Gold, weil es zumindest normal, also zumindest zur Zeit so ist, dass die doch eher selten gegeneinander laufen. Jetzt kann man gucken, was ich hier eingestellt habe. Für einen Trail momentan mal nichts eingestellt, weil der würde ja hier aktiviert werden. Aber dafür ist es dann hier auch viel zu früh, also müsste ich dann wesentlich später einstellen. Hier hat noch jemand gefragt, wie kriege ich diese große Schrift in den Chart? Kann ich ja kurz drauf eingehen.
Was wir hier sehen, ist die nächste Version vom StereoTrader und auch, die ist auch analog zur MetaTrader 5 Version und die hat halt schon so ein paar Geschichten, die in der jetzigen Version noch nicht drin sind. Also das ist nur eine davon, da gibt es noch ein paar Sachen mehr. Und das heißt, die befindet sich hier gerade auch im Test und die muss das erstmal bestehen. Die hat noch so ein paar Macken. Ich hoffe, das zeigt sich jetzt nicht unbedingt heute. Und wenn die dann halt alle raus sind, und dann geht die Version auch raus. Also es kann eigentlich nicht mehr lange dauern, schreibt der Stefan. Release sie, ja. Und wenn es dann daneben geht, dann ist das Geschrei groß. Nee, das muss nicht sein. Nein, vom Prinzip so läuft die halt, die läuft schon stabil. Und es sind Kleinigkeiten halt, also die halt noch nicht so wirklich klasse sind. Also was halt auch gibt, ist, kann ich ja mal kurz zeigen, das ist hier zum Beispiel in der Statistik, gibt es auch eine Erweiterung. Statistische Daten werden mit der nächsten Version gespeichert. Also das heißt, vorher war es ja immer so, beim Neustart war die Statistik weg, die wird jetzt gespeichert. Man kann sich auch eine Historie auswählen, ja, hier, was man angezeigt haben möchte. Und es gibt auch eine Grafik dazu, da ist jetzt noch nichts drin, weil halt hier noch nichts passiert ist. Ja, das nur mal zum Beispiel. Das ist halt auch nochmal so eine Geschichte, die hier dazukommt. Und noch viele Kleinigkeiten. So Alarme gibt es zum Beispiel, wenn man hier eine Alarmfunktion, man kann Alarmlinien, kann man jetzt setzen. Und was ja auch eben oft gefragt wurde. Und ja, aber es ist, die Liste ist schon relativ lange, was da halt kommt. Und für die MetaTrader 5 Version gibt es auch noch ein paar Nettigkeiten. Zum Beispiel kann man dort Charts im Chart anzeigen, also das heißt, ich kann mir in einem Chart, kann ich mir mehrere Timeframes gleichzeitig anzeigen, ohne dass ich jedes Mal ein neues Fenster haben muss, sowas halt alles zum Beispiel eben auch noch. Und aber ich will es hier nicht alles verraten, das wird ja hoffentlich alles nicht mehr lange dauern und dann wird das Ganze auch released. Wie kann man die oben die Punkte plus minus P anzeigen? Ja, das ist genau das Gleiche, also das kann man alles nachher einstellen. Da kann man auch einstellen, was man angezeigt haben möchte. Und das heißt, ich kann auch hier statt Gold, kann ich auch irgendwas anderes hinschreiben. Das heißt, das ist das Unified Name Prinzip heißt es, so dass halt letzten Endes alle Werte in allen, bei allen Brokern dann halt letzten Endes halt eben auch genau gleich heißen. Und wenn wir dann halt, was ich hoffe, hier auch noch ein paar Analysten demnächst hinzubekommen, die dann leider Gottes unverschämterweise nicht bei FXFlat sind und dann wird es dann trotzdem dann auch genauso aussehen. Nur mal zum Beispiel, das ist halt eben der Hintergrund dafür, dass man eben nicht immer nur die Bezeichnung hat von dem, wie es jetzt gerade, wie das Instrument heißt, sondern eben die Realbezeichnung. So, mein lieber DAO, 5 Minuten haben wir noch. Was hat er denn vor hier? Also, falls noch jemand ein bisschen Smalltalk haben möchte, 5 Minuten Zeit sind noch. Meine Überlegungen hier sind abgeschlossen, auch soweit. Bitte? Einige Fragen hattest du jetzt auch schon beantwortet. Natürlich MT5, wann das rauskommt, ist ja immer dabei. Ja. Warten natürlich alle schon sehr gespannt drauf. Mir ist eben aufgefallen, dass wir schon wieder gutes Wetter haben, wenn wir 2 Webinare haben. Ja, ne? Das ist einfach unverschämt. Also ich saß vorhin draußen in der Sonne und habe gedacht, oh, jetzt Webinar, nee, ne? Oder? Darauf ist wieder Verlass. Darauf ist echt Verlass. So, ich mache jetzt hier mal Folgendes. Ich mache jetzt mal einen weg hier. Halbiere das Ganze mal. Weil er kommt mir hier gerade so ein bisschen zu tief runter. Und wie gesagt, ich muss das nicht nochmal haben an der Stelle. Und deswegen hier lieber mal ein Scale-Out. Jetzt muss ich mal ganz kurz unterbrechen. Ich habe nicht mein Glas Wasser vergessen. Das hole ich mir eben noch. Bin sofort wieder da. Das sei dir gegönnt. Ich habe schon einige Fragen hier auch im Chat schon beantwortet. Ging mehr darum, wo der StereoTrader, mit welcher Plattform der StereoTrader benutzt werden kann oder genutzt werden kann. Ja, natürlich erstmal mit dem MetaTrader 4 und wie eben auch schon gehört, schon ganz bald mit dem MetaTrader 5. Dann war noch die Frage bezüglich Handbuch, wann es das in Deutsch geben wird. Ja, das ist auch eine oft gestellte Frage. Ich weiß nicht, wie da der Stand ist gerade, aber
Zurzeit gibt es Wann soll das. ich denn alles machen? Das ist die Frage immer. Aber da hat sich letztens, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, jemand, auf jeden Fall habe ich ein paar Seiten zur Voransicht bekommen, wo sich tatsächlich jemand hingesetzt hat in Eigenregie und dann halt das Handbuch angefangen hat einzudeutschen. So, was macht denn jetzt hier Gold? Ja, ich sage ja, es ist genau das, was ich so ein bisschen befürchte. Jetzt quält sich das hier nochmal eine Runde nach oben. Also übrigens werden Und heute 310.000 erwartet. Mal schauen, wie dann tatsächlich die Zahlen nachher aussehen. ja, das ist ja immer, kann man ja am Ende mal sehen, wie man will, ne? Das ist ja genau das Ding. Also interpretieren, wie man möchte. Also hier übrigens, wo jetzt angezeigt wird, hier auch zum Beispiel hier minus 23 Punkte. Das ist natürlich umgerechnet auf die verbleibende Positionsgröße. Das heißt, so schlimm ist es nicht. Und es sollte nicht irritieren, sondern Wahrheit sind dann halt hier eben ein paar weniger. So, aber das sieht alles ganz merkwürdig aus, was da passiert. Auch der Euro geht irgendwie. Zieht die falsche, was heißt die falsche? Zieht halt erstmal die Nordrichtung hier an. Wenn ich mich recht erinnere, wolltest du eventuell dieses Mal Market Profile auch mal einblenden beim DAX. Oder nicht? Ja, können wir gleich mal machen. Weil den DAX habe ich ja heute wirklich gar nicht auf dem Schirm und den Dow habe ich immer so ein bisschen den Eindruck, also zumindest ich bin da ein bisschen überfragt. Was ist das Market Profile, also wie man das mit Dow halt wirklich handelt. So, Mann, 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 Gold. Wie gesagt, da oben kann er hin, das ist jetzt kein Problem. Nur da, das muss er nicht, das wäre halt jetzt so auch das Maximum erstmal. Natürlich ein bisschen doof, wenn das direkt mal ausgereizt wird. Aber wie gesagt, das ist halt so. Dann geht es halt mal daneben, das ist ja nicht schlimm. So, aber den hier brauche ich irgendwie, glaube ich, gerade echt nicht mehr. Den sichere ich mal ganz eng ab. Bei Gold wird mir die Absicherung nichts nutzen, weil der Spread gleich zu hoch wird. Ah, die Position generell, das ist. Ist alles sehr überschaubar hier. Eine Minute noch. Das wird spannend. Mal schauen, ob wir heute Bewegung sehen. Dann halt nur so machen, dass ich halt hier, falls er nochmal herkommt, dann lieber long nochmal irgendwo oben reingehe. Falls das denn dann macht, nur wie gesagt, ein Gold, eigentlich müsste ich die rausnehmen. Aber irgendwie. So, gleich kommen die Zahlen. So. Ja, falsche Richtung. So, raus. Dann lieber von der Hand raus. Zack, gut, wunderbar. So, nochmal Also erfolgreich hier Verluste begrenzt, ne? weniger als erwartet, 261.000. So, hat man gesehen, ne? Ich bin da raus hier, bevor es da oben durch ist. Und das meinte ich eben. Da muss man halt einfach auch mal schnell sein und mal sagen, okay. Das funktioniert so nicht. Und dann lieber mal eine Runde umentscheiden, beziehungsweise halt dann auch entsprechend begrenzen. Gehört ja nicht weniger dazu. So, jetzt mal gucken, wie der Spaß hier weitergeht. So. Also genau hier oben nochmal am H4 dran. Ich bin wirklich mal gespannt, wie weiter kommt. Euro auch. Der DAX zieht ganz schön nach Süden hier.
So, ich mache die mal hier groß. Mal gucken, ob wir mit dem hier irgendwas anfangen können. Kurz vorm Pivot, das ist natürlich auch gemein. So. Ja, das ist überschaubar, ne? Also der Euro, gut, der hat hier ordentlich nach oben, aber Gold, das ist ja nicht viel, was da gerade passiert ist. Wie man auch sieht, alles dabei gerade zur Hälfte zu korrigieren. Ja, also die bewegen hier rund 50%, jetzt gerade mal beide korrigiert. Aber irgendwie was Klares kann ich da noch nicht erkennen. Ja, gleichzeitig sind die Arbeitslosenquote gesenkt worden oder ist weniger jetzt, 4,1%. So, ah Mann, das ist jetzt nicht wahr, oder? Ich wollte gerade sagen, den wollte ich ja hier eigentlich nochmal hingeben. Jetzt habe ich den ja glatt verpasst. So, erstmal so kleine Position. Gucken wir mal, ob wir oben rauskommen. Ein Teilnehmer hatte Point of Control für den FDAX in den Chat gepostet, kopiert. Ja, aber der DAX hat sich hier gerade mal irgendwie 15 Punkte, wenn überhaupt, da irgendwie bewegt. Das finde ich gerade nicht wirklich. So, was wir im Dow natürlich hätten, ja, also wenn er wirklich weiter nach oben zieht, ist halt hier klar, die 23.600, der steht ja nun mal leider wirklich auf runde Marken, ich ja so gar nicht. Und aber dort ist halt eben auch vom Vortag jetzt die 138er, die Erweiterung. Und infolgedessen wird es halt schon Sinn machen, knapp drunter auch nochmal hier so ein Pivot. Und passt auch wiederum halt, wenn man die Aufwärtsbewegung erweitert, habe ich jetzt hier vorhin gar nicht mehr gezeigt, hatte ich mir aber vorher angeguckt. Und das passt auf jeden Fall. So, aber Short sehe ich den absolut nicht. Ne? Also das Tief hier hat auch gehalten, sieht man ja. Hätte man natürlich auch drin lassen können, aber lieber erstmal die Richtung mal irgendwie antesten lassen. Das eigentlich gehört ja jetzt natürlich hierher. Lieber erstmal antesten lassen, ob die Richtung überhaupt kommt. Und kann natürlich sein, dass jetzt auch hier ein Fehlausbruch nochmal ist. Und deswegen, ich bin heute entsprechend auch extrem klein dimensioniert. Und so, das da oben muss natürlich raus, das ist klar. Also das, die Bremse da oben. Der DAX weiß auch noch nichts mit sich anzufangen zurzeit. Nee, es tritt halt alles so ein bisschen auf der Stelle. Ne? Gut, der Euro hat jetzt hier mal irgendwie den Pivot mal genauer in Augenschein genommen. Mal gucken, was hier im H4 irgendwie Sinn ergibt. Das ergibt irgendwie alles, also für mich nicht wirklich Sinn, was da passiert. Außer, dass wenn er natürlich halt, wenn der Euro die gesamte Bewegung hier halt irgendwie antesten will, und dann kommt er natürlich auch ganz anders raus, ne? Dann stehen wir hier ganz schnell wieder bei 1,18, aber
Das ist halt ein bisschen zu weit eigentlich. Das ist das Problem. So. Dauer halt auch, ne? Das ist 20 Punkte. Das macht ja auch einen normalen Handel, wenn es sein muss, auch mit einer Minutenkerze. Das ist halt schon überschaubar alles. Na gut, gibt jetzt hier auch keinen Grund, warum der jetzt irgendwie halt, oder warum er sich da short positionieren soll, nur weil er hier jetzt oben ein bisschen gegen Widerstand rennt. Und wir auch jetzt hier nicht wirklich glücklich positioniert sind, aber für Short nicht. Also da müsste er dann wirklich schon hier drunter und hat es ja hier irgendwie gerade in der ersten Bewegung die Richtung mal angetestet, also mal rein markttechnisch, hier kein neues Tief. Also da könnte man wahrscheinlich sogar eine Diagonale ansetzen. Da würde sogar wahrscheinlich sogar das halt irgendwie noch in der Linie liegen. Und von daher ist es erstmal okay. Trotzdem kein Garant. Aber weiter ausbauen kann man die immer noch. Deswegen ziehe ich erstmal die zweite Aufwärtsbewegung auch mal mitgenommen. So, Gold kommt jetzt hier langsam. Jetzt gehen wir mal. 5 Minuten. Ja, bis jetzt auch nur in der Korrektur von der letzten Aufwärtsbewegung. Jo, das will ich natürlich wissen. So, mal gucken, wenn Gold wieder da runterkommt, dann würde ich das, also hier in die alte Stunde, die ist hier gekennzeichnet mit Hoch und Tief, dann würde ich da wahrscheinlich auch nochmal irgendwie nochmal den Short langsam aufmachen. Es ist für mich einfach nicht long. Das sieht man hier auch an der Tageskerze hier oben rechts. Die ist so klein gerade noch und die hat halt echt Luft, also ja, leider die Bewegung mal wieder unspektakulär. Ja, lag ich ja vorhin richtig, wo ich gesagt habe, es wird diesmal grandios langweilig. Ja. Ja, das ist, ich meine, sowas kann man halt auch nicht wirklich handeln. Ne? Also ich meine, hier auf einen Fehlausbruch irgendwie, ich meine, wahrscheinlich war es einer, ja, also, aber halt, weiß ich nicht. Deswegen bin ich da auch lieber raus. Ich meine, ich hätte es ja auch drehen können, aber das hat hier auch nur einfach eine runde Marke. Also 1280, klar, natürlich bekannt. Irgendwie schon ein paar Mal gesehen, hat schon ein paar Mal gebremst, aber muss man sowas handeln? Ich weiß es nicht. Also ein Teilnehmer ist im Euro short gegangen. Da scheint ja ein bisschen Bewegung zu sein. Ja. Ich kann mal gucken. Ja. Das ist halt die Frage, wo will man da einen Trail ansetzen? Ich meine, der Euro macht gerade nichts, außer die 5-Minuten-Kerze korrigieren. Ne? Das ist, mehr ist das nicht, was der gerade macht. Da ist noch nichts passiert. So, selbst auf 1 Minute würde ich mal tippen, ja. Halt auch, ne? Es steckt immer noch mitten in der Aufwärtskerze von der ersten Minute. Das ist halt, das kann jederzeit wieder nach oben. Da wäre ich vorsichtig. Also gut, wenn eh im Trail das Ganze drin ist, ist ja okay. Dann passt es ja. Aber es ist natürlich der Vorteil, wenn man sich auf eine Sache halt konzentriert. Und den Euro hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm. Und dann kriegt man schon ein bisschen genauer mit. Aber der Pivot hier oben, der hat ja erstmal soweit funktioniert. Wenn er auch nicht punktgenau erreicht wurde, aber es ist soweit schon okay. 1,1680 ist das Teilnehmer rein und möchte die Bewegung bis 1,164 mitnehmen.
Ja, dann viel Erfolg. Ich würde den hier halt, also was den Trail angeht, wenn man das wirklich macht, also ich mache es nicht, also wenn man das wirklich machen möchte, das sollte man wirklich überlegen, ob man PLH Peak oder PLH Close auf eine Minute dafür verwendet. Weil das meistens doch recht sauber läuft und dann weiß man auch ziemlich genau, wo halt Schluss ist. Der Teilnehmer ist jetzt raus beim Euro. Okay. Aber das kann halt einfach jederzeit. Ne? Ich meine, klar, der kann den Turm hier abbauen, aber befindet sich ganz eindeutig in der Aufwärtsbewegung. Ne? Und hat jetzt hier einfach mal mit bloßem Auge, würde ich mal tippen, das war eine 61er Korrektur von der Aufwärtsbewegung, wenn man die mal einfach mal ab hier nimmt. Ja, genau da stehen wir jetzt. Ne? Gold ist auch noch ein bisschen zurückgekommen. Ja, Gold ist einfach, ich mir ja schon gedacht, dass da so ein Quatsch dabei rauskommt. Es hat nichts Halbes, nichts Ganzes. Leider alles nicht. Euro weiß jetzt auch nicht, soll ich jetzt runter, soll ich jetzt hoch? Es ist halt null nachhaltig einfach nur. Ja, leider, leider. DAX auch gar nichts, Ja. gar nichts. Nee. Leider nicht. Euro könnte man hier long versuchen, ja. Das wäre halt eine Überlegung. Eingestellt. Ja, vielen Dank und einen schönen Tag noch an den Teilnehmer, der jetzt das Webinar verlässt. Ja, lohnt sich auch nicht wirklich heute. Kann man keinen verübeln. Aber für die Bewegung kann ich ja leider auch nichts. Mein Sohn sagt immer, kann man denn da nicht irgendwo draufdrücken, dass sich das dann nach oben bewegt? Jetzt 10 Jahre alt, finde ich natürlich immer super. Also hätte ich auch gerne so einen Knopf, ja, wo ich dann draufdrücke und dann bewegt sich das nach oben. Das wäre sehr schön. Das stimmt. Also Tja. im Übrigen, im Vorfeld gab es sehr viele Fragen bezüglich deinem Scalping Agent. Ah, Wird okay. es da demnächst irgendwas diesbezüglich geben? Ja, da wollten wir irgendwie mal ein Webinar machen. Das können wir vielleicht ja auch zusammen machen. Weil da hatte ich halt mal ein Video dazu gemacht, zu dem Scalping Agent. Und, aber macht jetzt hier keinen Sinn, also den jetzt hier einzusetzen. Also auch im DAX nicht. Ne? Also eigentlich ist der DAX dafür prädestiniert. Den kann ich tatsächlich am besten scalpen. Der Dow weniger, Euro auch weniger. Aber klar, kann man gerne mal machen. So, Euro kann man mal versuchen. Wenn der hier das hochnimmt, könnte man den glatt mal mitnehmen. Das wäre auf jeden Fall ein Versuch wert. Da ist Beide halt eben hier unten. Bitte? eine Nachricht für dich im Chat an dich gerichtet. Sure. Da ist der Vorteil von Stop Orders, ne? Würde ich mich jetzt erstmal doof gucken da oben, wenn ich da reingegangen wäre. Sieht man ja hier, ne? Ist ja nicht gefüllt worden. So, dann schaue ich mir Gold nochmal an. Gut, jetzt erstmal nur 15 Minuten Kerze. Setzt hier nochmal auf der alten Stunde auf. Also tut mir leid, dass ich da heute echt nicht mehr irgendwie zeigen kann als das hier, aber es ist mir ein Rätsel,
wo diese Bewegung hinführen soll. Weil jetzt auch hier einfach Short gehen, ja, nur weil jetzt hier halt irgendwie die alte Stunde dann nochmal halt irgendwie antestet, das ist auch nicht clever, ne? Also ich meine, man sieht es ja, es reagiert ja hier permanent nach oben. Er kommt immer, Gold kommt aber nicht wirklich oben raus und auch nicht runter. Und das ist halt extrem seitwärts. Da müsste man eigentlich eher sagen, gut, ich gehe hier unten nochmal irgendwie long oder oben nochmal irgendwo short, aber zum Scalpen eignet sich das auch nicht, weil das Spread dann wiederum zu groß. Ich schaue mir gerade hier ein paar Währungen an. Also US-Dollar, kanadischer Dollar hat eine schöne Bewegung gemacht, weil es gleichzeitig auch da News gab. Eine 92 Pips Kerze, 95 sogar. Also da gab es ein bisschen Bewegung. Ja, aber es ist halt, ne, es ist halt einfach nur ein Geschiebe hier. Ein Geschiebe. So, was haben wir? 47. Jo. Dau testet mal die 15-Minuten-Kerze hier an. Das passt von der Uhrzeit her zusammen auch. Ja, also ist jetzt hier nicht gleich Short, 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 sondern es hat einfach nur die Eröffnung hier nochmal von eben. Mehr ist es gerade noch nicht. Also der DAX, der klebt echt fest. Ja, ich gucke den hier nur nebenbei. Also der steht ja wirklich mit einem Punkt drauf unter auf der Stelle. So, gucken wir nochmal den Euro hier. Wenn jetzt nochmal da hochkommt, dann hat er natürlich schon mal ein bisschen bessere Karten. Ein Teilnehmer schreibt, um es positiv zu sehen, heute nichts verloren. Ja. Gut, außer der Dow klatscht jetzt hier runter. Gold vorhin war halt ein bisschen, aber es war halt, das war minimal hier. Und doof wäre gewesen, wenn ich Gold drin gelassen hätte, ja. Und dann halt ausgestoppt und dann noch mit Slippage oder im schlimmsten Fall da oben. Das wäre natürlich doof gewesen. Aber so halt ein kurzer Prozess. Raus und gut ist. So, mal gucken, wie der Euro das jetzt hinkriegt. Stopp mal hier drunter erstmal. So, was hat er hier noch im Programm? Stundenkerze. Ja. So, mal gucken, ob der Euro das hinkriegt. Da oben durchzugehen. Also, weil wie gesagt, wenn der Euro es wirklich halt ausloten will, hier das Komplettprogramm im Tageschart, dann sind das halt wirklich 140 Pip nach oben. Ne? Also rein einfach vom, was wir hier auch schon ein paar Mal hatten, ich kann das mal kurz zeigen. Beim Dow sitzt ja der Stop, da passiert ja erstmal nichts. Aber ja, so ein bisschen größer hier noch machen. Ja, weil was er hier versucht, ist jetzt halt hier die letzte Abwärtsbewegung, die halt nach oben halt zu killen. So, da liegt jetzt der Pivot drüber. Es geht nicht um den Pivot, nur weil der da liegt, sondern halt versucht natürlich halt hier den Trend umzukehren. Und dazu müsste er natürlich einen Anfang erstmal machen. Und der Anfang sieht halt so aus, dass man die erste Abwärtsbewegung erstmal hinter sich lässt. So, aber wie gesagt, wir haben halt hier eine Flagge und das ist halt eben die Gefahr. Das heißt, deswegen würde ich den tendenziell schon eher nach unten sehen. So, aber der Versuch nach oben findet ja statt. Und wenn der jetzt weiter nach oben laufen würde, und dann wäre das nächste Ziel, wir sind ja hier mitten in dieser langen Abwärtskerze da drin, und dann wäre halt wirklich das nächste Ziel, wäre dann halt hier irgendwo am Anfang von dieser Bewegung. Das ist verdammt hoch. Also sind wir hier oben ganz schnell irgendwie bei 118. Das ist möglich, ja. Also voraussetzt, also erste Hürde, ich meine, ich versuche das halt immer ein bisschen zu staffeln.
Erste Hürde wäre natürlich hier die nächste H4-Kerze hier rauszunehmen. Das heißt, erstmal Schlusskurs darüber. Und wenn das gelingt und der hier oben sauber schließt, dann ist die nächste dran. Und dann sind wir auch ganz schnell im Tageschart und dann sind wir auch schneller bei 118, als man gucken kann. Kann sein, ja. Also unplausibel ist es nicht. Normal wäre halt, das Gebilde hier nach unten aufzulösen. Von daher ist es alles so ein bisschen gegenläufig und der Grund ist hier einfach nur, warum ich den jetzt hier gerade long gemacht habe. Halt, weil er hier eine Korrektur gemacht hat von der Aufwärtsbewegung bei 76 und da halt nochmal jetzt hochgelaufen ist und wir hier jetzt halt einfach nicht eingestoppt sind. Ja, also es ist halt relativ ungefährlich. Also. Und jetzt versucht er natürlich hier auf einer Minute, ich meine, das ist jetzt Scalping, ne? Klar, aber versucht auf einer Minute natürlich jetzt halt hier diese Abwärtsbewegung rauszunehmen. Ist auch markttechnisch einfacher Korrekturpunkt, weil Abwärtsbewegung, Korrektur, Abwärtsbewegung und hier der Korrekturpunkt, wenn der raus ist und dann sehen wir höchstwahrscheinlich den Pivot auch gleich nochmal ganz genau da oben. Aber dazu muss die natürlich erstmal raus. Und ganz klar, auch wenn wir jetzt hier nur auf einer Minute sind, aber warum nicht, spricht nichts dagegen. Und hier auf 5 Minuten sind wir einfach nur innerhalb der Aufwärtsbewegung. So, und die wurde halt kurz vor Entry da unten getestet. Aber halt, wie man sieht, ist alles einfach nur nicht wirklich. Also wenn man das hätte scalpen wollen, hätte es natürlich direkt hier rausgemusst, klar. Aber lassen wir den mal machen. Mal gucken. So, der Dow macht auch nichts. Oh, jetzt habe ich hier meine ganze Ordnung durcheinander gebracht. Das war natürlich jetzt nicht der Plan. Jetzt muss ich nochmal neu aufräumen hier. Ich hatte es zwar eigentlich abgespeichert. S&P und Nasdaq, die machen auch nichts. Also tatsächlich alle Forex-Paare mit dem kanadischen Dollar, die haben sich bewegt. Ansonsten ja. Wirklich tote Hose heute. So, der will jetzt doch runter hier, oder? Ja. Ja. Setzen wir mal genau hier drauf. Ja, was nichts ist, ne, kann man auch nicht kommentieren. Gold klebt hier halt auch einfach nur rum und es ist so. Aber es nutzt auch nichts zu jammern. Umso erfreulicher finde ich, dass trotzdem eigentlich alle Teilnehmer noch drin sind und nicht ja, erstaunlich. Voll Langeweile ist schon halt einfach wahnsinnig langweilig, ne? Geflüchtet also. Sind. Deswegen danke an der Stelle. Kann man wenigstens hier live sehen, dass nichts passiert. Genau. Nein, ich meine, es ist ja halt auch immer so ein, man kann ja nicht immer nur irgendwie zeigen, wie man halt irgendwie die fetten Gewinne da einfährt und keine Ahnung, sondern es gibt ja auch andere Sachen, die wichtig sind. Ich fand halt eben, das geht ja gern mal so ein bisschen unter, was ich eben im Gold gemacht habe, ja. Und da halt einfach zum richtigen Zeitpunkt auch noch zu sagen, raus, ja. Weil meine Idee ist super, ja. Ich hätte ja auch den Stop da oben irgendwo hinsetzen können. Dann würde ich jetzt hier noch irgendwie zittern und bippern, dass er hoffentlich dann wieder irgendwo da unten hinkommt. Und so ist das Ding halt durch und gut ist. Ja, also, und mit einem wesentlich kleineren Loss an der Stelle, als jetzt halt, wenn ich so eine Position aushalte oder den Stoppen dagegen rum verschiebe. Ne? Also, das bringt halt nichts. Und das ist halt auch wichtig. Oder auch jetzt hier. Mit dem Euro, das war jetzt halt auch ja nur hier erstmal 0,1 Lot, weil ich halt lieber gerne irgendwie die Position nach oben ausbaue. Und aber wenn das nicht macht, macht das nicht. So, und jetzt hat er hier nochmal irgendwie das Tief an der Stelle getestet, heißt erstmal noch nichts. Den kann man auch nochmal nehmen, wenn er nochmal hochgeht. Aber ich bin erstmal raus. So, und wenn er jetzt nochmal hochkommt, bin ich eben nochmal dabei. Aber deswegen muss ich nicht meinen Stop hier unten irgendwo hinzerren und dann hoffen, dass er irgendwann dann halt mal wieder hochkommt, ja. Und das ist ja genauso wichtig. Also
Weil letzten Endes ist die Summe ja immer nur dessen von dem, was kommt positiv rein und was geht negativ raus. Und beides zusammen sollte möglichst dann halt eine Zahl ergeben, die größer als null ist. Und dazu gehört halt eben auch dazu, dass man es entsprechend begrenzen kann, die Risiken. Ja, also von daher, das sind ja halt auch immer Punkte, die sind gerne mal unterschätzt oder werden gerne mal abgetan. Und genauso umgekehrt, wenn man halt hingeht und kaum ist man im Plus, boah, auf den Knopf drücken, ich habe Plus, ja, hab ich jetzt hier auch schon ein paar Mal machen können. Und es gab keine Position hier, die nicht im Plus war. Also am Anfang der DAU war im Plus, obwohl ich glaube um 14 Uhr war irgendwie auf Null. Das Ding hier war, also Gold war im Plus, der Euro war im Plus. Natürlich hätte ich das machen können, ich hätte überall draufdrücken können, könnte jetzt sagen, ja, juhe, Geld verdienen, sonst nur irgendwie 10 Punkte. Ja, super. Funktioniert aber nicht. Also es sei denn, man scalpt. Wenn ich mir von vornherein vornehme, ich scalpe, dann ist das was ganz, ganz anderes. Aber was ich hier halt auch teilweise mache, ja, also dann aber komplett separat. Aber hier ging es jetzt darum, eine Bewegung zu handeln und nicht zu scalpen. Und deswegen ist mir das auch völlig egal, weil ich weiß, es ist halt wichtig, dass wenn man Bewegungen handelt, muss man auch große Bewegungen mitnehmen und da entsprechend halt die Risiken natürlich auch daraufhin halt abstellen und anpassen. Und deswegen passt das schon zusammen. Und das ist völlig in Ordnung. Und wie gesagt, Scalping haben wir vorhin auch gesagt, hier mit dem Add-on, das können wir gerne mal machen. Dann machen wir da halt mal Live-Trading mit dem Scalp-Agent vom Stereotrader. Und da wird man dann auch sehen, da gehe ich auch schon mal mit 0,5 Punkten raus, wenn alles nichts hilft, ja. Oder da gibt es noch mal einen Stop von irgendwie nur 2 Punkten und solche Späße. Und wo jeder sagt, das ist Utopie, kann nicht funktionieren. Doch, das funktioniert. Aber dann ist es halt eben auch so, dass dort keine 20 Punkte Minus stattfinden. Natürlich nicht, weil mein Profit ja auch nur irgendwie bei zwischen 5 und 10 Punkten liegt. Mehr nehme ich da nie mit, weil das kompletter Quatsch ist. Und so muss es halt einfach nur zusammengehören. Ja? Und ich habe jetzt hier irgendwie im Gold, die lag maximal 10 Punkte vorne, die Position. Ich bin mit minus 7 oder 8 hier raus. Das ist mehr als okay. Und hier jetzt im DAO, die Bewegung soll ja länger werden, also jetzt einfach mal aufs CRV abgestellt. Ich gehe nach wie vor davon aus, dass wir da oben irgendwo heute noch hinlaufen. Das passt. Also das sieht man ja auch schon visuell, ja. Ich bin hier hinsetze, dann habe ich halt einfach ein CRV von Größe 1 und das ist völlig okay. Und von daher, und so muss es halt einfach nur zusammenpassen. Also wenn es jetzt nur darum gegangen wäre, hier zu zeigen, ey, ich mache hier irgendwie immer Gewinne, verdiene immer Geld, dann hätte ich es hier schon längst haben können. Hätte ich nur auf Flat drücken müssen, vorher schon, und dann wäre es gut gewesen. Aber das ist halt eben nicht immer nur das Einzige, worum es geht. So ist es. Und ich glaube, das wissen die Teilnehmer auch. Ja, es gibt ja welche, die machen ja nur Gewinne. Also da gibt es ganz viele von. Ich gehöre nicht dazu, weil dazu fehlt mir die Glaskugel. Und deswegen, dass das Wissen auch, es sind ja auch einige aus der Gruppe dabei, ich mache ja da nie einen Hehl drum, ja. Also auch zu sagen, so, da lag ich halt mal komplett daneben, das macht doch nichts. Das ist doch nicht schlimm. Wann würdest du beim Euro umdenken? das ist halt, ich meine, man kann hier nochmal, ja, also, das, was er jetzt hier macht, ist halt nicht schön. Ne? Er baut halt so einen dämlichen Hut da drauf. Ja? Und nur weil er jetzt hier am Pivot ist, wir sind auch hier auf eine Minute, lassen wir das mal genauer angucken. Das ist die Stundenkerze. Gut, die ist long. Ne? Also auch wenn es hier einen verdammt langen Docht hat, aber erstmal ist die long. So, ich kann gut und gerne nochmal so eine Nummer nach oben hinlegen. Aber wie will man das handeln? Das ist halt echt die große Frage. Oder nach welchem Ansatz? Weil das Problem ist hier einfach, das hatte ich ja vorhin schon gezeigt, wir haben hier eine Flagge. So, die haben wir nun mal. Die ist vielleicht nicht fertig, ja, weil halt hier oben noch was fehlt. Aber das heißt, ich bräuchte hier einfach nochmal einen Fehlausbruch nach oben. Gut, sind natürlich irgendwie 50 Pip. Mal mindestens bis da oben hin, das ist nicht wenig. Und das ist, finde ich, verdammt schwer einzuschätzen, dass der jetzt hier einfach runtergeht. Puh.
Möglichst alles, was er aber momentan einfach macht, ist halt den Anfang von der Stunde antesten. Und das ist zum Beispiel eher schon mal typisch, ja. Also das da zu machen und dann halt nochmal nach oben zu ziehen. Das ist jetzt nicht außergewöhnlich. Von daher, wenn man da eine kurze Bewegung machen möchte, kann man da schon über Long nachdenken. Aber es ist halt alles widersprüchlich. Einfach halt einmal hier dieses Flackengebilde, dann der vorliegende Abwärtstrend. Das ist halt alles so. Es ist halt leider, also am schönsten ist es ja immer, wenn die Timeframes wirklich halt die gleiche Musik spielen, ja. Also wenn ich halt irgendwie übergeordnet, bin ich jetzt hier ganz klar Short im Euro, so aber untergeordnet dreht irgendwie alles gerade nach Long. Und das ist halt nicht gut zu handeln. Es ist halt natürlich gegen den übergeordneten Trend, da muss man sich dann halt irgendwo klare Grenzen setzen. Viel besser wäre natürlich jetzt gewesen, wenn wir irgendwo bei 1,18 gestartet hätten, ja. Dann hätte ich halt gesagt, alles klar, Short. All in mehr oder weniger, ja. Also natürlich nicht all in, aber dann kann man auch eine vernünftige Position dann machen, sucht sich da einen vernünftigen Reaktionspunkt und lässt das Ding laufen. Aber das hier, das läuft ja nicht, ja. Es wehrt sich. Und das ist halt eben auch die Schwierigkeit, wenn man halt gegen den übergeordneten Trend eben handelt, dass man genau das Problem immer hat, das dauert so eine Korrektur, wenn das überhaupt eine wird. Die dauert halt immer ewig, ja. Und danach runter geht es wieder ganz schnell. Und ich glaube, im Gold haben wir das ja auch ein paar Mal gehabt, irgendwie die letzten Tage. Und beziehungsweise eigentlich seit den letzten NFPs im Gold eigentlich extrem gut abgestaubt. Also da alles Mögliche an Bewegungen mitgenommen, was halt irgendwie da war, das ist schon wirklich gut gelaufen. Und sowas macht dann halt auch Spaß, ja, wenn man da irgendwie aus der Korrektur kommt und kann dann halt in die Richtung mithandeln. Also, aber sowas hier. Aber jetzt sieht man halt hier, ne, was ich gerade gesagt habe, hier, da wird halt die Eröffnung von der Stunde wird nochmal kurz angetestet, reagiert erstmal nach oben, hätte man jetzt machen können, nochmal 3, 4 Pip zum Skypen. Kann man machen, ja. Aber jetzt hier nochmal einfach so hoch, ist halt nicht so einfach. Sieht man ja auch, ne? Wenn Sie Fragen Daher. haben zum Setup von Dirk, also gerne in den Chat reinschreiben. Sie können ruhig entsprechend mitmachen. Oder wenn Sie positioniert sind, dann auch gerne Ihr Trade in den Chat reinschreiben. Ja, ich kann gern was dazu sagen, auch mal. So, aber man sieht ja, die Entscheidungen waren erstmal richtig, ne? So doof es jetzt halt leider klingt, weil ja jetzt hier nun mal nichts halt irgendwie rausgekommen ist, aber. Also mit richtig meine ich halt hier im Euro, halt hier die Korrektur klein einstoppen lassen, war richtig. Hier nicht aktiv werden war auch erstmal richtig. Es sei denn, da geht jetzt nochmal hier drüber, dann kann man nochmal drüber nachdenken, wird aber trotzdem auch gegen den Trend bleiben. Das ist halt das Problem. Und ansonsten, wenn er jetzt hier die Flagge bricht, das ist auch nichts, was man einfach sagen kann, gut, dann gehe ich hier Short Stop. Dann braucht man dann auch schon mal einen Stop Loss von irgendwie 50 Pip, wenn man das wirklich machen will. Also mindestens noch. Das ist natürlich auch nicht einfach. Ja, und Gold druckst hier nur rum. Tritt auf genau der gleichen Stelle wie die letzten Tage auch. Ja, mehr kann ich jetzt auch irgendwie nicht mehr wirklich dazu sagen, weil es ist gleich Markteröffnung um 14:30 Uhr und wie gewohnt wird dann alles so kommen, wie es kommen soll, so wie es die letzten Male auch war. Wir sollten echt mal drüber nachdenken, ob wir nicht irgendwie nach den NFPs Nach den Nerven, ja. das ohne Witz jetzt das Webinar ansetzen oder halt irgendwie in 2 Etappen machen, weil das war ja bisher wirklich, also wir machen das jetzt ja seit, weiß nicht, 4, 5 Monaten. Es war ja wirklich jedes einzelne Mal so, dass danach alles genau das passiert ist, was halt während den NFPs gesprochen ist. Aber ohne Ausnahme. Und das würde wirklich Sinn machen. Ne? Man sieht ja, es ist ja kein Volumen da. Also es handelt einfach kein Mensch, ja. Also. Daher, keine Ahnung, was die sich da neuerdings überlegt haben.
die sich alle abgesprochen haben, die großen Jungs, und sagen, wir machen nichts mehr zu NFPs. Nur noch irgendwie eine Position mit dem Computer und dann gehen wir erstmal Mittagessen, dann gucken wir uns das Ganze nochmal an. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber ein bisschen merkwürdig ist das schon, dass das in letzter Zeit ja wirklich nur noch so ist. Da ist eine Frage zu der Flagge. Wenn die nach unten aufgelöst wird, wo du dann ein realistisches Ziel siehst. Also erstmal am Anfang von der Flagge. Das ist halt eigentlich immer so der erste Anlaufpunkt. Und kann man kurz zeigen hier. Ups. Eskalierung. So, das heißt halt einfach, dass das Low hier unten, ja, was ich ja vorhin gezeigt habe, die 11572, das wäre die allererste Anlaufstelle dafür, wenn es aufgelöst wird. Und normalerweise kann man es tatsächlich ungefähr spiegeln, ja, also dass man sich halt den Ausbruchspunkt halt nimmt und verlängert den nach unten. Und dann sind wir hier mit Augenmaß wohl in der Nähe von 115. Also das wäre dann so das Maximum. Das kann man dann abstimmen, beziehungsweise hier auch einfach mal messen. Ja, also wenn man jetzt hier mal die Fibos nochmal anlegt, hier die letzte Abwärtsbewegung, ja, hoppla, genau umgekehrt. Mal gucken, was da rauskommt. Ja, da kommt dann natürlich noch deutlich mehr bei raus. Das ist natürlich ein bisschen too much. Ich meine, möglich ist alles, ja, aber 1,14 ist natürlich schon ordentlich, ne? Aber jetzt auch nicht unmöglich, ja, dass es bis dorthin läuft. Aber jetzt rein von also das natürlich von der Bewegung, das würde Sinn machen, ja, also die 1,14 fast in der Fortsetzung, aber von jetzt von der ersten, vom ersten Impuls von der Flagge aus gesehen, nicht weiter als 1,15. Also beziehungsweise das Low, ja, und aber 1,15, da sollte erstmal das Ganze auch noch ein bisschen bremsen. Ich meine, das ist natürlich schon eine Strecke hier runter. Das ist keine Frage. So, der Dow kriegt wieder Bewegung. Jetzt Gold auch. Jetzt will wieder alles hoch. Aha. Gut, aber eigentlich können wir hier auch schon fast dicht machen. Also man kann das ja mal im Auge behalten, hier mit dem Dow, halt auch hier oben mit dem Ziel, was ich genannt habe. Entscheidend ist natürlich, dass der Punkt hier nicht mehr kommt. Also die 515, die dürfen nicht mehr kommen, beziehungsweise punktgenau okay, auch noch ein Punkt drunter ist auch okay, aber irgendwie ab 3, 4, 5 Punkte drunter wird das Ganze dann unrealistisch. Weil wir dann halt einfach eine Störung hier in der Sequenz haben, also momentan einfach von steigenden Hochs und steigenden Tiefs, und wenn das halt einmal halt hier angeknackst ist, dann ist das Ganze meistens schon hinfällig. Und der Dow läuft eigentlich, was das angeht, wesentlich sauberer als der DAX. Der DAX macht sowas schon mal lieber, dass der mal halt irgendwie gerne mal irgendwie so ein Low beschädigt und dann doch wieder hochrennt. Könnte man im Dow jetzt natürlich auch unterstellen, wenn man sich gestern anguckt, ja, aber wenn man genau hinguckt, hier auf Stunde und da halt einfach mal ein Zickzack einzeichnen, wie ich es hier gemacht habe, dann sieht man, das ist schon ziemlich gut respektiert da unten, ja. Also wir sind hier im Stundenchart und haben da eine Übertretung von, was sind wir hier, das bei 48 und das war bei 44, ja. Das ist völlig in Ordnung, ne? Also ein bisschen Luft darf man da schon lassen, aber da sieht man ja halt, da ist nicht viel passiert, ja. Da wären wir ja tatsächlich mit 5 Punkten Stop ja schon fast durchgekommen, wenn man da unten long gegangen wäre an der Stelle. Und so ist es halt eben, das ist jetzt natürlich Stunde, das heißt, das sind die Kerzen länger, da hat man eigentlich mehr Toleranz. Aber wenn man jetzt hier auf 5 Minuten zum Beispiel bleibt und das dann da halt mal sich anguckt, da sollte das dann nicht auch unbedingt irgendwie mehr als irgendwie 3, 4 Punkte sein. Und wo das verletzt wird, und dann kann man eigentlich davon ausgehen, da kommt irgendeine andere Schweinerei hinterher. Also relevanter ist natürlich ganz klar der Punkt hier von letzter Nacht. Aber das heißt, wenn der hier drunter geht, ja, 4, 5 Punkte, sollte er eigentlich nicht nach oben rausgehen, sondern dann irgendwie, klar kann der nochmal hochziehen, aber da sollten eigentlich erstmal als nächstes hier unten das angetestet werden. Das heißt, dann eher nochmal irgendwie 500 oder knapp über dem hier
Und auch wenn dann zum Beispiel halt hier vom Vortag die 76,4 kommen, sollten die eigentlich nicht halten. Also das ergibt dann eigentlich keinen Sinn mehr, weil wir dann halt ganz klar halt hier einen Bruch hätten. Und also da aufsetzen und dann neues ATH, da glaube ich nicht dran. Also das wäre, ich meine, möglich ist immer alles, ja, aber das wäre zumindest nicht die Regel. Und deswegen, solange wir das Gebilde hier haben, deswegen bin ich da auch halt hier momentan auch ganz entspannt, was die Nummer angeht, was die Position angeht, solange wir sowas hier haben, wo halt relevante Lows nicht verletzt werden. Ich meine, sowas hier ist nicht relevant. Klar, da war kein Volumen und sieht man ja auch, das sind ja kaum Kerzen, das war halt von letzter Nacht. Aber hier, wo wir halt deutlichere Bewegungen haben, wenn sowas dann halt nicht verletzt wird, ist es völlig okay. Da muss man an der Position nicht zweifeln. Plus, dass wir hier halt einfach ganz klar sowieso long sind. Ja, also nur weil die Stundenkerze hier gerade mal irgendwie ein bisschen die Farbe gewechselt hat, das macht ja nichts. Ja, also die wechselt auch wieder anders, weil wenn man sich auf 4 Stunden anguckt, ist überhaupt nichts passiert. Sondern das sind wir immer noch in der Aufwärtsbewegung von der letzten 4-Stunden-Kerze. Und das Tief eben nicht erreicht. Und im Daily, da müssen wir nicht drüber reden, sowieso. Und hier kommt eben auch hinzu, im Daily, die Kerze ist halt verdammt kurz. Aktuell, wenn man es vergleicht einfach mit den anderen, da fehlt einfach noch was. Ja. Und da wir jetzt sowieso erstmal long sind, liegt es natürlich eigentlich erstmal auf der Hand, dass die Bewegung hauptsächlich nach oben stattfinden wird und nicht nach unten. Weil hier auf eine Trendumkehr zu spekulieren, halte ich halt für Quatsch. Also es ergibt einfach keinen Sinn. Und ich hatte ja selber schon vor irgendwie einer Woche oder so die Idee, da hatte ich ja gezeigt, dass wir halt hier bei 23.440, ja, dort war halt die 161% seit der ersten Aufwärtsbewegung, seit der Trump-Wahlnacht. Und ich meine, wir haben ja eine Reaktion gehabt hier. Da waren auch tatsächlich mal Short mal fast 200 Punkte drin. Und die haben auch funktioniert soweit. Aber das heißt trotzdem nicht, dass halt hier jetzt irgendwie alles vorbei ist. Ja, also, dass jetzt hier irgendwie die große Korrektur kommt, weil aktuell sieht es nicht so aus. Also, da müsste jetzt hier schon eine ziemlich üble Kerze kommen, die dann halt am besten hier auf 23.270, also das Low hier unten, dann schließt. Dann hätten wir hier eine amtliche Umkehrkerze im Tageschart. Und da würde ich sagen, gut, jetzt wird es irgendwie kritisch, ja. Und aber auch da sind wir nur im Tageschart und nicht im Wochenchart. Und das läuft ja schon seit Wochen geradeaus in eine Richtung. Deswegen, er ist halt so lang long, wie er long ist. So doof das klingt, aber genauso ist es. Und auf eine Umkehr, eine Trendumkehr zu spekulieren, ist halt meistens das Dümmste. Und auch natürlich am unwahrscheinlichsten. Auch wenn man dann vielleicht mal Glück hat und sagt, hey, ich habe genau das Hoch erwischt oder das All-Time-High und von dort irgendwie ging es 10.000 Punkte runter. Das ist Glückssache. Aber nicht mehr, nicht weniger. Okay. Ja. Ich denke, hier können wir tatsächlich dann beenden. Ja. 10 Euro mache ich hier nochmal auf. Ja. Übrigens. Ja. Weil der hier unten jetzt genau das gemacht hat, habe ich hier gerade, sorry, wenn ich gerade unterbreche. Aber ja, überhaupt nicht. Genau das, ne? Hier das Low angetestet, beziehungsweise die Eröffnung von der Stundenkerze und eben halt auch rein von der Price Action her ist es typisch, dass halt so ein langer Docht, dass der anschließend nochmal verfolgt wird. Also eigentlich kann man hier oben mal so einen Pfeil dran malen, dann kennt man meistens die Richtung, wo es danach hingehen soll. Das sieht man wirklich extrem oft. Und das jetzt hier, das ist reine Price Action dann halt. Mehr nicht. Okay. Gut, da fragt ein Teilnehmer, ob wir noch die US-Eröffnung noch abwarten wollen. Also ich überlasse es dir, die Entscheidung. Aber ich denke, so kurzfristig wird wahrscheinlich nicht viel passieren. Nee, müssen wir jetzt nicht unbedingt machen. Also ja, das vor allen Dingen muss ich mir jetzt dann hier eine Viertelstunde irgendwas aus dem Hut zaubern, was ich euch erzählen kann. Ja, ich denke auch, dass da jetzt nicht viel passiert. Anfangen Anekdoten oder machen hier eine Viertelstunde Stille. Das ist natürlich... Nein, schade, aber ich denke, es ist ja alles gesagt auch, ne? Ja. Ich meine, ob es aufgeht oder nicht, das kann ja jeder gleich selber beobachten. Und bis jetzt hat es immer gestimmt, aus den NFPs raus. Heißt natürlich nicht, dass es diesmal auch stimmt. Und aber trotzdem bin ich jetzt erstmal guter Dinge, dass das halt hier schon noch in irgendeiner Form aufgehen wird. Und wenn nicht, dann geht es halt das nächste Mal wieder auf. Ein Teilnehmer schreibt, du hast sowieso keine Zeit, du musst ja die MT5-Version fertig machen.
Also. Das ist genau tatsächlich der Punkt. Das bin ich auch momentan irgendwie tagsüber wenig, wo ich mich auch wenig blicken lasse, weil der mich gerade echt so ein paar Nerven kostet und nach wie vor. Und aber mittlerweile ist das Ganze ein bisschen weiter fortgeschritten und ich warte auf den Installer und wenn der da ist, dann können wir da auch endlich mal loslegen, auch wenn ich das schon ein paar Mal gesagt habe, aber es nimmt auf jeden Fall irgendwie tatsächlich konkrete Formen an. Und was wir hier sehen, tatsächlich, auch wenn das jetzt hier noch im MT4 ist, aber das ist die Basis ist identisch mit der vom MetaTrader 5 jetzt mittlerweile. Und das heißt, das ist 1:1 all das, was halt eben auch in der MT5-Version drin ist. Und das ist bei mir auch schon live im Testbetrieb seit einigen Tagen. Also das heißt seit einigen, eigentlich seit 14 Tagen halt schon. Und macht auch keine großartigen Zicken mehr. Aber da ist halt viel unter der Haube umgebaut und deswegen bin ich da ein bisschen zurückhaltend mit dem Release halt. Das muss erstmal alles noch sich hier vernünftig irgendwie auch über mehreren Tagesbetrieb halt irgendwo zeigen, dass das funktioniert. Prima, dann bedanke ich mich an der Stelle schon mal, dass Sie wieder mal so zahlreichen erschienen sind. Also das freut mich sehr, dass dieses Webinar jetzt sich schon etabliert hat. Werden wir sicherlich auch in der Weise vielleicht eine andere Uhrzeit. Schauen wir mal, aber ich denke mal, wir behalten das jetzt erstmal bei, zumindest bis zum nächsten Termin im Dezember. Und ja, vergessen Sie nicht, am Montag das Webinar. Market Profile, würde ich mich sehr freuen, Sie dann auch dort empfangen zu können und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Passen Sie auf Ihre Positionen auf. Ich freue mich auf das nächste Mal und übergebe das Wort an Dirk. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite und ganz große Entschuldigung dafür, dass ich den Markt nicht bewegen konnte, so wie ich das gerne gehabt hätte. Also im Sinne von, ja, ich hätte die Kurse natürlich gerne in eine Richtung transportiert, in welche auch immer. Es war halt leider alles sehr, sehr seitwärts heute bei den NFPs, aber man kann es halt leider nicht beeinflussen. Und mal gucken, beim nächsten Mal wird es bestimmt wieder anders. Freue mich auf jeden Fall aufs nächste Mal, auch auf Montag. Ich bin natürlich auch dabei. Wenn Oliver Klemm am Start ist, wo wir dann auf das Market Profile eingehen werden. Und sage einfach mal bis dahin euch schon mal ein schönes Wochenende und natürlich weiterhin auch viel Erfolg bei euren Trades. Bis dann. Danke, Dirk. Bis Montag. Tschüss zusammen. Tschüss.